Wir sind hier am Bahnhof Liesing und werden heute von Liesing nach Breitenfurt radeln. Dietmar, du bist ja der Radbeauftragte der Gemeinde Breitenfurt. Welche Bedeutung hat denn dieser Radweg, diese Radroute? Ja, ist wichtig für die Leute, die von Breitenfurt nach Wien mit dem Rad pendeln wollen zur Arbeit. Und aber auch wichtig für die Liesinger und Radler aus der Stadt, die ins Grüne wollen, also nach Breitenfurt und Umgebung. Und ihr habt so verschiedene Anliegen, um diese Route zu verbessern? Ja, am Bahnhof. Da gibt es schon einigen Andrang, wie man sieht. Also es ist fast kein Parkplatz mehr zu kriegen. Man bräuchte vielleicht mehr Abstellmöglichkeiten, mehr sichere Abstellmöglichkeiten, falls Leute mit teureren Rädern kommen, mit E-Bikes dann auch in der Zukunft. Sollte es Überdachung geben, Wetterschutz und versperrbare Abstellmöglichkeiten, das wäre sicher wichtig, ja. Na gut, dann fahren wir mal los. Hier am Liesinger Platz, was meinst du dazu? Ja, Liesinger Platz ist ein Positivbeispiel, also es gibt Platz für Radler, Radlerinnen. Ja, Sicherheit ist auch okay. Ja, also wir sind da im Schubertpark jetzt. Es gibt schon das gute Ergebnis, also den neuen Belag war früher hier eine Gartstrecke und jetzt kann man da wirklich schön dahin rollen. Ist ein geglücktes Beispiel von der Zusammenarbeit, von der Agenda mit dem Bezirk und eigentlich das Ergebnis von dem Blog, der auf der Agenda-Seite war, wo die Leute eben rückmelden konnten, wo sind die Probleme, wo ist es gefährlich oder ungut. Und ein großes Thema war eben der Schubertpark mit dem Gatsch. Ja, wir haben einige enge Stellen gesehen, beim Kinderspielplatz und auch bei der Wohnhausanlage. Kann man da eigentlich was machen? Man kann schon Verschiedenes machen, ein bisschen verbreitern, da und dort einen Schutzbügel anbringen, aber es wird natürlich stressig bleiben. Und hier schaut es anders aus? Da ist viel Platz an der Liesing, also entlang des Baches bis nach Liesing rein wäre es möglich, kreuzungsfrei zu radeln, keine Engstellen mehr, hätte eigentlich nur Vorteile.